Verändert hat sich nicht viel. Die damals recht neuen Triebwagenzüge fahren heute immer noch. Erst in den nächsten Jahren sind neue Fahrzeuge vorgesehen. Ein Zug macht sich auf den Weg nach Waldenburg. Bis nach Altmarkt läuft die Schmalspurstrecke parallel mit der großen Bahn Basel-Olten. Wenig später rollen die Züge dann Richtung Süden. Entlang der Waldenburger Straße wird der Ort Budendorf erreicht. Auf dem Weg nach Waldenburg steigt die 13,1 Kilometer lange Strecke um knapp 200 Meter. Teilweise sind Neigungen von bis zu 35 Promille zu überwinden. Seit Oktober 1880 ist die Bahnlinie in Betrieb. In diesen Tagen konnte das 140-jährige Bestehen gefeiert werden. Bis Oktober 1953 sind die Züge noch mit Dampf gefahren. Seit dieser Zeit ist die Strecke mit 1500 Volt Gleichstrom elektrifiziert. Bereits seit Ende 1985 sind die ersten Trieb- und Steuerwagen des Typs BDE-44 im Einsatz. Seit den frühen 90er Jahren sind nur noch diese Zuggarnituren unterwegs. Zwischen Hirschlang und Oberdorf liegt die Strecke direkt am Flusslauf der Frenke. Nach 24 Minuten Fahrzeit wird der Bahnhof Waldenburg erreicht. Es wird im 30- und in Spitzenzeiten im 15-Minuten-Takt gefahren. Die Züge sind in der Regel gut besucht, besonders von Schülern genutzt. In Waldenburg hat die Bahn ihren Betriebsmittelpunkt mit einer Werkstatt. Eine kleine Bahn, seit über 140 Jahren auf schmaler Spur, mit guten Zukunftsaussichten.